Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Kart DS. Wir machen den Special Cup, denn dies ist der nächste Cup, der anlegt, und danach fehlt uns nur noch ein Cup von dem Retro Grand Prix. Dann haben wir alle durch, und ja, dann werden wir im Prinzip nur noch ein paar uns die anderen Sachen anschauen, die man noch in dem Spiel machen kann. Das heißt, nach dem Part wird es noch zwei Parte geben zu den Projekten, dann ist Mario Kart DS auch schon beendet und wir werden mit einem neuen Projekt dann weitermachen. Welches das sein wird, werdet ihr dann sehen. Aber ihr kennt das Projekt bestimmt und das wird das auch freuen. So, fangen wir jetzt aber an mit dem Cup und da haben wir folgende Strecken: Wario Arena, Peach, Schloss Garten, Bowser's Festung und den Regenbogen Boulevard. Auf los geht's, los! Das sieht cool aus und hört sich auch so cool an. Die werden sehen. So. Ich hoffe, man hört mich auch und alles. Da ist nichts übersteuert oder so. Dann ist alles schön und gut. So. Also, das ist wie gesagt schon der vorverletzte Part von Mario Kart DS. Und danach wird es dann mit einem Render mit irgendeinem anderen Projekt weitergehen. Ich weiß noch nicht was. Mal sehen, es kommt ja auch bald die Nintendo Switch raus, ne? Im März vielleicht. Wenn wir irgendwas, was wird das gerade mit Produktion? Wenn wir was diesbezüglich machen. Mal sehen. Resident Evil gibt's auch. 7 gibt's auch noch und sowas. Wobei ich nicht weiß, ob ich das wirklich spielen werde, war alles doch ein erstes Preview. So. Ja, wenn ihr das hier seht im Part, sollte die Nintendo Switch Präsentation paar Tage erst her sein. Ich hoffe, ihr hat der Livestream zu der gefallen. Und wir können mal schauen, der letzte auf Zelda Breath of the Wild, ne, ist ja zum Release-Tag zum Beispiel erschienen. Oder wird da erscheinen. Und dieses Game werden wir auf jeden Fall zumal das Playen als Beispiel. Ach komm, es flutzt immer runter, ne? Also auf seht ihr, dieses Game kann man sich oder wird man sich, werde ich mich mal freuen, das werde ich auch nicht playen. Und ja, sollen wir mal sehen, ne? Aber nun zu dem eigentlichen Thema von heute, weil ich mir das alles eins überlegt. Das Thema für heute ist so Community Projekte. Nach dem Motto, werde ich Community Projekte machen, was werden die sein, weil er wurde ist jetzt relativ häufig in letzter Zeit auch angesprochen. Also, ich werde Community-Projekte natürlich gerne machen. Ich habe mich erst überlegt, ja komm, mach die erst, wenn du halt Abos hast oder so. Aber ich habe jetzt überlegt, nein. Wozu? Ich fange damit jetzt einfach mal den Next an. Ich möchte jetzt natürlich noch nicht sagen, mit was ich jetzt anfange, wie ich das machen werde. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich das Community-Projekt mache. Aber wie vorstellen kann, irgendwie so Mario Kart oder so online, dann mit Community oder Minecraft oder so. Da habe ich ein paar Ideen gesammelt und zu denen werde ich dann einfach, wenn ich die mache, demnächst dann auch bekannt geben, wie, ob ich die dann eben mache, wie ich die mache und alles. Und ja, ja, auf jeden Fall wird es bald Community-Projekte geben. Ich weiß ja auch nicht, ob ihr euch Nintendo Switch holt oder so und ob man auch darüber Community-Projekte machen kann. Weißt du, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Mario Kart 8 Deluxe online oder so.
mit Community. Wobei es Mario Kart 8 Deluxe wahrscheinlich nicht nicht so online spielen werde, abgesehen von Kostensachen, was aber nicht so die Sache ist, weil das nicht viel kosten wird, also online, sondern eher aus dem Grund, dass ich Mario Kart 8 ja bis jetzt mal das Bait habe und zwar nur online. Und dementsprechend einfach Mario Kart 8 Deluxe einfach offline spiele. So, egal, das sehen wir dann. Wir haben das erste Rennen abgeschossen, sehr gut. Und es geht weiter mit dem zweiten Peach Schlossgarten. Oh, die sieht schön aus. Wie ich finde. Auf los geht's los. Und ja, ja wie gesagt, wollen die Projekte jetzt bald mit dem ersten losgehen. Also es wird jetzt ein neues Projekt, was ich starte. Da wir zuerst erstmal so allgemeine Sachen zu dem Projekt geben, das heißt, ich spiele zu dem Projekt zuerst den normalen Story-Offline-Mode. Oh mein Gott, das sieht nicht einfach aus. Und dann, was sind das für komische Kettenhunde? Und dann werde ich anfangen mit dem Haupt-Story-Mode. Falls ich fange an und danach werde ich dann eben alle Modes versenkt dem Projekt spielen. Und dann könnt ihr da mitmachen. Also werde ich das halt bei solchen Projekten machen. Ich weiß auch, mit welchen ich anfangen werde. Ich möchte darüber jetzt noch nichts bekannt geben. Ich werde das wahrscheinlich erst in einer Woche oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn Mario Kart DS fertig ist, dass ich dann damit anfangen oder so. Ne, weil ich habe jetzt, okay, ich war gerade volle Kanne Umweg. Also, ja, weil ich habe jetzt aktuell mal Color Splash ein bisschen pausiert. Und dann könnte ich halt eben mit so einem anderen Projekt währenddessen weitermachen oder so. Mal sehen. Muss mal Gedanken mehr machen. So, hört's, ich nehme jetzt mal Ersatzmikro auf. Weil mein normales Hauptmikro, was im Welten besser klingt, aktuell irgendwie nicht funktioniert. Das liegt an meinem Computer. Auf jeden Fall ist das halt wirklich nicht mal so, ist nicht so ein tolles Mikro. Und es hört sich die Qualität wahrscheinlich nicht so gut an. Ja, das ist mir auch klar und alles. Aber da müssen wir durch. Das werden wir vermutlich auch. Out. Böser Stachy. Fuck, ich fahr grad volle Kanne in den Wald. Na, die Strecke ist neu, wie ihr merkt. Ich hab die noch nie gefahren. Ich hab mit dem ganzen Körper, wie es geht, aber das ist mir ziemlich aber Angst, da das ist mir selbst peinlich und unerklärlich. So. Nein, Bombe. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, die Strecke ist tatsächlich pleite, kann ich mich nicht mehr erinnern, die auf den Nintendo DS gespielt zu haben, wenn dann ist das schon Jahre her. Oh, diese Kettenhund. Mensch. Na, jetzt werde ich nur noch dritter oder noch schlechter. Nein, ich bin voll gerade am Item einfach mal vorbeigefahren, was ich gesetzt hatte. Komm, ja. Werd nicht letzter als vierter. Ja, erster war, ach komm, die waren alles im Ziel. Naja. Geht gerade noch so. Bin ich aber nicht mal wirklich zufrieden mit. Ich bin nur noch weiter. Ich muss aufholen im nächsten Rennen, liebe Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist einfacher gesagt als getan. Aber wir können es ja mal. So, sorry, falls es echt irgendwie ihr mich so laut hört oder so leise, was auch immer. Ich hab wirklich an das Mikrofon gewöhnen. Das sollte bis zum nächsten Part noch passen.
Ja, du sonst wegen der Community-Projekt, da ist ja alles erzählt, was jetzt eigentlich wichtig ist, was ich heute erzählen wollte. Ich werde auch da jetzt machen, das ist sicherlich ganz cool, weil ich mag auch sowas Community-Sachen und ich freue mich auch, eine wirklich aktive und coole Community haben zu können. Ist nicht selbstverständlich von meinen Abozahlen. Und ich hoffe dadurch auch neue Nutzer von meiner Community zu gewinnen. Ich sage es zwar nicht, aber ich hoffe es immer. Teilt meine Videos zurück, falls es gefallen haben, mit Freunden und Gleichgesinnten. Um noch mehr Nutzer ins Boot zu holen, die freudig meiner Community beitreten können und zusammen mit uns Spaß haben zu können. Weil das Teil von meinen Videos ist immer gerne gesehen. Wie gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr es auch machen würdet. So. Aber ich bin halt als wichtig auch nicht so einer, der jetzt gesagt, teil mal ein Video oder so. So, ja, bitte abonnieren, bitte liken, bitte Video teilen. Ich tue einmal aus dem Banner einblenden während des Videos und das war's auch. Weil ich hasse es wirklich, wenn jemand dreimal sagt, ja, abonnieren und sowas. Oder sucht mal einen Online-Shop, wo es tolle Merch-Sachen gibt. Das ist auch mal eine geile Idee, gell, mal kurz Schmerz. Oder irgendwie sowas, ne? Oder es so machen wie Beauty Palace und viermal Werbung in ein 10 Minuten Video einblenden. Hallo, wieso kann ich das nicht durchfahren, verfickte Scheiße? Sorry gerade für meine Ausraster. Gott, mit dieser Welt hier komme ich gerade gar nicht so recht. Also mit dieser Bahn, mit dieser Strecke. Die ist der Horror. Ein Glück, dass es diese Strecke nicht auf der Wii U gibt. Dabei bin ich Nintendo sehr dankbar. Weil dieses Track auf der Wii U mich jetzt nicht gefreut. So. Scheiße. So ist nicht, wo es hier entlang geht. Ich bin nicht Sechster. Das ist der Horror. Übrigens habe ich noch eine Runde vor mir. Das ist übel, wenn man irgendwie von Zweiten auf den sechsten Platz kommt. Hat dies Spenz gerade bei mir gemacht. I have no idea. So, vielleicht bekommen wir es jetzt ein bisschen Glück bei ihnen da gezielt in die Einfahrt zu fahren. Auch ja, diesmal bekommen wir es nicht hin. Das ist einfach nur schrecklich. So. Dann habe ich Neuligungs. Ach fuck, ich fahr das schon wieder in die Zone. Banane, ey, das ist doch so Mäusemelken. Ja, falls ihr Ideen habt, liebe Leute, für Community-Projekte, ne, schreibt sie gerne in die Kommentare, wobei ich demnächst auch mal eine Umfrage, die ich bezüglich starten werde, wo ich euch dann auch bitten werde, da mitzumachen. Dazu folgen dann aber demnächst Informationen. Aber wie gesagt, ihr könnt mal Vorschläge machen. Oder in den Kommentaren schreiben, ob ihr einfach gerne Lust auf so Community-Projekte. Nein! Nein! So kurz vor dem Ziel, Alter! Fuck! 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 Was war das? Das ist doch alles, was jetzt quasi möglich ist. Gott, aber ich probiere, noch zweiter zu werden. So, aus jeden Fall, wie gesagt, liebe Leute, schreibt schon in die Kommentare. Habt ihr Bock auf Community-Projekte? Und wenn ja, könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, was ihr gerne wolltet. Weil man könnte auch so ein Minecraft-World erstellen, wo man irgendwie Community alle dran bauen oder so. Eine schöne Stadt machen. Gibt es einige coole Ideen. Mal legen. So, diese Bahn gefällt mir eigentlich gut, abgesehen davon, dass man hier runterfällt.
So vom Design her zumindest. Aber die Cup wäre zum Beispiel einer, den ich nicht so mögen würde oder beziehungsweise einfach möge. Ich möge den Cup nicht. Sehr gut gedeutscht. So, jetzt heißt es Vorsprung aufbauen, nichts runterfallen. Und Waffen haben gegen Leute, die es vordrängeln wollen. Aua. Ja, der hätte ich jetzt da irgendwie eine Waffe gehabt, hätte ich den Panzer abhalten. Was ist das hier? Hollis. Nicht runterfallen. Das wäre nicht schön. So, weiter geht's. Dumm, ich glaube, das war das letzte Rennen sogar. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr. Letzte, vorletzte. Also nicht, oh man. Nicht Runde, sondern Rennen tatsächlich. Also die Anzahl an Rennen, die man halt macht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das Rennen ist jetzt, diese Strecke ist jetzt nicht so eine von meinen Favoriten. So. Nein, das hat eine Verarsche, wie klar. Ich hasse die. Das Item. Also wirklich, ich mag das nicht so, ach, scheiße, nicht so gern. Ja, danke. Dieser Dieb. Ja, bestimmt zu Bowser. Vielleicht leicht sich gerade sehr an mich an. Nein! Gott, wie schlecht bin ich gerade eigentlich? Hatte ich als zweite Runde? Toll. Aber jetzt kommt die dritte und die letzte. Das macht die Sache auch nicht besser. Mann, wo denke ich denn aus? Wo denke ich denn jetzt schon wieder hin, Alter? Das ist aber nur schrecklich, wenn ich letzter. Nicht schön. Gott. Lass dich doch an Farbe des Renner, aber ist richtig verkackt. Und ich bekomme da nicht mal eine Rakete oder sowas, ey. Ach Gott, so schlecht war es noch nie. Dementsprechend könnte ich mich als Celeste Mario Kart DS wieder unter Stu einstufen. Zumindest in dieser Bahn. Ich bekomme auch nur so ein Item nicht bei der Rakete oder sowas. Ich habe in dem Spiel noch nie eine Rakete bekommen. Alle anderen sind jetzt im Ziel. Beunruhigend. Also das, nee. Leute, also das hier, nee. Ich nix. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal erst besser mache. Werde dann das vierte oder fünfte oder Gott. Da ist der Geier was. Oh, nach bin ich dritter. Das ist das Endergebnis. Dritter, es geht ja noch. Da weil ich jetzt zu der verkackt habe, geht das noch. So, ich bin sogar Platz E, ja, dann geht noch einigermaßen. So, dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute, von dem Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Macht's gut und haut!